Hi, willkommen. Eine neue Runde. Eko. Zocken wir mal weiter. Lade. Warum schreibt er das hier nicht rein? Doch da. Okay. Okay. Acht Mais, acht Mais, acht Mais, acht Mais. Hexi, Eo, willkommen. Bisschen verschieben, hat das alles zusammengehört, ne? So. Packen wir den Meister hin.
So, fahren haben wir dreimal. So rum. Papaya, gegrillte Zwiebeln. So ein bisschen sortieren. Tomatenpflanze brauchen wir erstmal nicht. Taro-Samen, Kürbissamen. Kürbisse können wir auch noch ein paar pflanzen. Was ist das? Ananassamen. Nehmen wir auch mal mit. Vielleicht noch eine oder zwei Tomatenpflanzen. So, erstmal alles sammeln. Tomaten hätte ich gar nicht.
Pflanzen brauchen. Schon wieder so viele Tomaten. Die Drecksviecher. Bäume pflanzen. Pflanzen wir noch ein paar Bäume, das ist wichtig. Kommt ein Loot? Und wem denn das? Ruckazatte, danke fürs Loot. Danke, danke. Willkommen, willkommen. Hab dich hier gestern zumindest Satisfactory zocken sehen. Habe ich auch das Spiel, bloß finde ich nie so den Drang, länger als einen Tag zu spielen, weil ich dann nicht mehr durchsehe, was ich gebaut habe. Ist immer schwierig. Graben wir die Tomaten hier aus. Ja, ich verpeile da immer, was ich schon gebaut habe und wie viel da die Produktion ist und. So hungrig zum Arbeiten, dann essen wir ein paar Tomaten. Naja, geht doch um Multiplayer. Cassandra Fox, willkommen. So, am ersten Tag geht das alles noch, aber wenn man dann am zweiten Tag so anguckt, was hast du hier alles gemacht und so, ne, dann... Wie war das nochmal? Was produziert der und was braucht der? Und wo hast du was übertaktet? Und das sind, wenn man sich das nicht aufschreibt, dann ist man irgendwie verloren. Ja, lass es dir schmecken.
So. Den Rest sehen wir dann später. Nein. Lagerplatz. Ach, schon wieder so viel Tomaten, ey. Weiß schon gar nicht mehr, wohin mit den Tomaten. Diese Rübensamen könnte man einpflanzen. Ist das Kürbissamen? Nee, die brauchen wir noch nicht. Mais. Auf dem Eck stehen Truhen, da kannst du das fertige Essen lagern. Okay, alles klar, mache ich denn. Wo haben wir das hier? Da. Großzügige Einmalfasern. Wenn denn die Truhe essen, Klammern fertig. Getrocknete Triebe ist auch fertiges Essen, ne? Essen roh. Viel zu viele Truhen. Viel zu viele Truhen. Thank you.
Jetzt haben wir Tomaten. 328. Moment. So, die Rüben kommen da rein, der Mais, Reis kommt da rein, Korn kommt da rein. Schon ist die Truhe voll. Essen 2 hoch. So. Tun wir das da alles rein. Und von da kriege ich die Samen bestimmt nicht transferiert, ne? Oder? Doch. Okay, und die nennen wir Samen. Okay, da kommen dann alle Samen und Sporen. Check, willkommen. So. Was ist denn hier los? Ist hier irgendwas mit euch kaputt? Verpisst euch! Muss wohl irgendwo in der Nähe sein, wenn wir das Lagerfeuer hier nochmal so hinstellen. So. Nehmen wir noch 20. Dann hat das Feuer erstmal genug. Genau. Dann gehen wir auf Lagerplatz. So.
Samen brauchen wir nicht. Essen fertig. Essen roh und Essen 2. Nein, doch. Oh. Mr. Pintail, thanks for the 57 T-Fuel. Great. Thank you, thank you. It's weird. The goal says 56 and you have donated 57. So, das. Machen erstmal hier Close. Oi. Close-Riffel. Draw-Riffel. Check. Congrats. One T-Fuel. Let me look. We do. This. Yes, no, save, open. Gegrillte Agave haben wir gar nicht mehr, ne? Dann können wir davon nur noch ein paar machen. Gegrillte Ananas haben wir noch. Gegrillte Papaya könnten wir auch noch herstellen. Machen wir die Hälfte 30. Dann machen wir noch 20 von. Mais, haben wir gegrillten Mais, haben wir genug. Okay.
Lagern wir das Holz hier und hier hin um. Repariere erstmal meine Werkzeuge und dann gucke ich mal zu den Blaubeeren oder zu den Heidelbeeren. Goldtruhe. Ich pack mal das Holz hier in den Brennofen. Ich habe hier nämlich gerade noch Holz in der Tasche. Auch ja zum Reparieren Stein. So, haben wir das. Alles reparieren, das braucht wieder Stein. So haben wir das. Wird ja hier immer größer. Das nimmt ja gar kein Ende. Nehmen wir noch ein bisschen was zu essen mit für unterwegs. Danke fürs Loot, Power Shooter, und willkommen. Ich glaube, wir sollten hier auch schon wieder was zu essen gegrillt haben. Jupp. Ich glaube, 4 Essen reicht. Nee, so insgesamt die Werkstatt ist ja auch schon irgendwie wieder erweitert worden, ne? Das meinte ich zum Beispiel, und
Du brennst so hin, Bison. Bergsteiger Bison oder was ist das hier? Gibt's denn das? Wo bist du? Mach keine Pfeile mehr. Verdammt. Willkommen back, Kukatz hatte. Jetzt bleibt bloß noch die Frage, wo diese Heidelbeerbüsche waren, die ich da freigegraben habe. Das ist jetzt die Jackpot-Frage. Irgendwo hier vielleicht? Sieht nicht so aus. Jetzt sind das aber auch die Markierungen. Wie komme ich da jetzt hin? Hier ist ein Weg, okay. Alles zu ihr wuchert hier. Siebzig Meter. Natürlich. Auch noch über den Fluss. Meter. Bisschen freiräumen hier alles. So. Ist noch irgendwo Heidelbeerenbusch in Sicht? Nicht so wirklich, ne? Was ist das da hinten?
Way. Hey, wake up. Aaron Blast, willkommen. Zu den anderen Sträuchern hier schleichen. Na, siehst ja, Tanja, das habe ich gestern ja auch versucht, aber hat nicht geklappt, also hm. Du kennst ihn besser als ich und wenn du das denn nicht hinkriegst, dann ist schon schwer, glaube ich. Er ist ja offenbar Streamer. Er ist ja offenbar Streamer, muss ihm erzählen, das ist ganz gut, um damit mit seiner Community zusammenzuspielen und so. Vielleicht macht ihm das schmackhaft oder so. Man kann ja locker mit 30 Leuten spielen. Jeder hat dann so seine Aufgaben, ne? Ach so, PS4. Ja, denn, okay, wo ganz hatte. Schönen Abend dennoch und viel Erfolg mit deinen Fabriken. Und Tanja, siehste. Ich bin total das Gegenteil. Ich habe keine Konsole und werde mir wahrscheinlich auch keine kaufen. Also ich spiele Spiele nur, wenn sie als PC-Version gibt. Wenn was auf Konsole gibt, dann ja, dann ist es schön für die Konsole, aber deswegen kaufe ich mir nicht extra eine Konsole. Bin genau das Gegenteil. Ich mag viel lieber am PC spielen. Ich fand da zum Beispiel auch schlecht, dass Red Dead Redemption 2 zuerst auf Konsole rauskam und dann so eine halbherzige Umsetzung voller Bugs von Rockstar auf dem PC gemacht wurde. Also ja, dafür dann noch den vollen Preis verlangen, das war eigentlich, ist eigentlich schon frech. Ja. Das war wirklich eine halbherzige Umsetzung. Die stärksten PCs auf dem Markt, die konnten das Spiel mit vollen Details nur mit 30 FPS laufen lassen und so. Weil einfach so schlecht umprogrammiert wurde für die PCs. Naja. Wie gesagt, ich bin da das Gegenteil. Ich brauche den Titel auf dem PC, damit ich zocken kann. Herr Heil, long time.
Thank you for the 13 T-Fuel. Long time no see. How are you? Everything okay? So, hier scheint das mit den Blaubeeren zu klappen. Oder den Heidelbeeren, ich verwechsel das immer, die sind für mich blau. Too hungry to work. Dann essen wir was, das hilft am besten. Dann ist die Sense auch noch kaputt. Bisschen Platz schaffen hier, dass die Blaubeersträucher sich auch ausbreiten können. Das scheint ja das richtige Biom zu sein, wo sie auch gut wachsen. Genau, ich habe deine Sense dabei. Nach dem Tipp von dir habe ich das dann mal befolgt und deine Sense mitgenommen. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, was ich gerade wollte. Aber auf jeden Fall bin ich schon mal beruhigt, dass die Heidelbeeren noch nicht ausgestorben sind. Erstmal ein bisschen freigeschaufelt. Hat die wieder wachsen können. Ja. Warte ab, Herr Heil. Wenn ich wieder zurück bin in der Basis, dann wirst du das sehen. Gibt schon viel Fortschritt zu berichten. Ich bin bloß gerade unterwegs, um Pflanzen zu sammeln oder Heidelbeeren zu sammeln, weil die bei uns zu Hause nicht wachsen. Die brauchen bestimmte Klimabedingungen. Bodenfeuchtigkeit und sowas alles. Deswegen können wir die zu Hause nicht züchten. Dann habe ich mir die in der freien Wildbahn gesucht und pflege die da und halt ein bisschen Unkraut weg. Hack das Unkraut weg, damit dann die Heidelbeeren wachsen können in ihrer natürlichen Umgebung. Irgendwie fehlt denn jetzt schon wieder ein bisschen Weizen. Habe ich lange nicht gesehen. Irgendwie nur Gras hier. Überall Gras. Gras, Gras, Gras. Hier ist Weizen. Tomaten haben wir hier noch.
Also wenn wir mal alles so viel hätten wie Pflanzenfasern. Hier überall wachsen ja Pflanzenfasern. Hier, Look her heil. This all is my garden. Not much planted at this moment. Farnspuren, dann werden wir mal den Farn anpflanzen. Okay. Fahren. Da. Die Heidelbeeren kommen da rein. Vielleicht stellen wir uns ein paar Samen her. Vielleicht wachsen die trotzdem hier. Was schon so viele Heidelbeeren haben. Danke fürs Loot, Power Shooter. Danke, danke. So. Haben wir hier die Schneidertruhe.
Im Lager in der Werkstatt sind 200 noch was Pfeile. Ich sehe mich schon wieder einen frechen Wolf. Der olle Wolf. Ja, komm ruhig her, Wolf. Komm ruhig her. Haben wir schon wieder zwei Wölfe zum Schlachten. Halt. Ich habe nur einen Hasen in der Tasche. Hase. So. So. Essen fertig, da kommt dann noch das mit rein und das. Irgendwie brauchten wir doch dieses komische Brot, ne, für irgendein Buch. Ich habe jetzt von diesem Bannockbrot 6 Stück schon hergestellt. Irgendwas brauchten wir, das olle Brot. Wettigkeitsbuch backen. Benötigt kochen. Cooking Skillbook, okay. Ja, dann später. Ah, Moment. Da oben war Stein, da haben wir Stein.
Er produziert fröhlich vor sich hin. Okay. Fünf Stück noch. Fernspore, da hat sich aber jemand kräftig vertan beim Übersetzen. Fernspore-Auftrag. Da könnte man dann noch ein bisschen Maismehl herstellen wegen Mahlen, hochleveln. Mais haben wir ja so viel rumsitzen. Mais. Oh nein, die Mühle geht gerade nicht. Aber bestellen kann ich es ja schon mal. Kann das schon mal malen. Alter, rennt hier schon wieder ein Wolf lang? Kommt hier denn alle her?
Erik, willkommen. Nein. Aber je eher ich den abhacke, umso besser. Nickel, das schmeißen wir mal hier ins Lagerfeuer. Die 0 von 1. Achso, das ist ein Wolf. War leider nur vier Spuren oder vier Setzlinge von Bäumen. Gut, dann arbeitet das wenigstens schon mal.
Mist, heute ist auch noch Stein hier. Okay. Drei würde ich noch pflanzen können. Oh, was ist das? Eigentlich müsste ich nämlich auch Weizen pflanzen. Dafür brauche ich aber erstmal Weizensamen. So. Kriegen wir noch so eine Pansalat, kriegen wir noch bestellt. Hey, thanks for the 30T fuel. Thank you, thank you. Daily goal reached. Hype, hype.
Du auch noch? Weiter. Haust du ab? Sonst jage ich dich. Wo bist du? Bist du da hinten? Da ist noch ein Reh. Headshot.
Alter. Kommt ihr denn alle her? So viele Viecher. Ich leg das hier erstmal alles hin. Kann man ja immer noch vermetzgern. Offenbar habe ich da vergessen, den Baumstamm fertig zu hacken. Haben wir hier noch was? War hier nicht noch was? Ja, hier war noch was. Reis haben wir auch so viel. Kriegen wir nicht diese Suppe hergestellt oder habe ich das schon am Laufen? Weizenbrei können wir nur einmal herstellen, ne? Dann machen wir das.
Okay. Müssen wir den Garten doch noch ein bisschen vergrößern. Du, Tanja, brauchst du gerade meinen Wagen? Glaube, in deinen hattest ja diese Schlacke und so reingemacht, ne? Müsste in der Werkstatt oder Mine sein, okay.
Das Klo ist fertig. Schade, kann man gar nicht benutzen. Hat man einen Buff gekriegt für 2 Stunden, war auf Toilette oder so. Mensch, hier sind hier überall Kisten. Geht doch immer tiefer in den Fahrstuhl. Ach, da hackst du grad. Okay. Hanji, grüß dich. Wie geht's? Wie steht's? Nur noch die Delay abwarten, bis er das hört. Geht, geht. Könnte schlimmer sein, sagst du. Wo kann ich hier nicht hochlaufen? Was ist denn das? Bin ich zu schwach oder was? Gut. Schon wieder so ein verdammter Elch hier. Die hiebt doch wie Sand am Meer, ey. Ja, aber wie kann sowas sein, dass ich da die Seite nicht hochkomme? Das hatte ich doch noch nie. Ist ja merkwürdig. Erstmal Platz schaffen hier.
Erstmal den Felsen hier freilegen. Den Stein hier komplett freilegen. Die nämlich gleich kaputt hacken. Hackst du den schon kaputt? Cool, cool. Sammel, sammel.
wieder voll. Das ist auch eine Masse an Steine, ey. Hat da immer noch was in die Schubkarre passt. Ich dachte, die ist schon längst voll. Jetzt ist sie voll. Dann kann ich noch die Hände voller Gneis nehmen. Oh, jetzt bin ich auch voll. Müssen wir mal schauen, wo ich das hin tun kann, weil die Lager hier, sie sind ja auch schon relativ voll, ne? Nee, so wirklich Platz haben wir ja auch nicht, ne? Okay, kannst du da nicht so einen Auftrag machen, dass das umgewandelt wird zu Stein oder Feuerstein oder sowas hier? So eine Ziegel. Dass da schon Ziegel produziert werden aus den Steinen. Oder haben wir genug Ziegel? Okay.
Das fülle ich ja dann bloß mit Erde auf und dann haben wir ganz normal Garten hier wieder. Super. Fantastisch, ich danke dir. Von hier an komme ich alleine klar. Jupp, jupp, mache ich denn? Oh shit, meine Schippe ist kaputt. Machen wir noch so ein Chatspiel.
Das verbraucht die Sense. Vitamine und Carbs. Ich brauche Holz, okay. Nein. Oh.
Okay. Gut, dass du zurückgekommen bist. Brauchte ich bloß einen Schuss.
Ich trippe ja den Berg sowieso weg. Kann man noch die Pflanzenfasern hier drauf ernten. Stellen wir Kleidung draus her oder Rucksäcke oder was auch immer. Zweite Sense im Arsch. Aber andererseits verbrauchen wir so gleich wieder ein bisschen Stein. Ach, reparieren wollte ich auch noch. Ich auch gleich meine Schippe reparieren, ne? So. Hatte ich hier nicht irgendwo Lehm? War das dort Lehm? Ja, das war das Lehm. Noch jemand? Yes, I can start. I guess the number.
Hup. Mal tap. It's too, Kappa, it's too. Congrats, Aaron. Sometimes you need 30 twice. No problem. You are welcome. Miau, miau, miau.
Du brauchst gar nicht losrennen zur Jagd, ey. Die Viecher, die kommen schon von so aus in deine Basis gelaufen und fressen an deinen frisch gepflanzten Pflanzen rum. WTF? Schon wieder ein Wolf erlegt. Okay. Ja, ich wusste nicht, wohin mit dem Holz. Dachte ich, tust du da rein. Mach ich. Pass ich auf, dass ich da nichts mehr rein tue. Haben wir schon wieder eine Stunde rum. Okay. Ja, muss ich mal gucken. Ich nehme meistens Holz ja bloß mit rein, um dann Sachen zu reparieren und dann habe ich noch was übrig. Ich glaube, das hackt hier. Brauchst du ja nicht wegbewegen, die kommen zu dir, die Viecher. Da brauchst du gar keinen Jäger-Skill. Du brauchst bloß in der Basis ab und zu mal auf irgendein Vieh schießen. Und schon liegt er dann irgendwann tot, weil er immer wieder zu dir angekrochen kommt.
Klar, leg dich doch hin. Gibt's denn sowas, so eine rotzfrechen Viecher? Da rennt der nächste Hirsch. Ich dreh durch. Gibt's denn sowas? Als ob wir hier eine Futterkrippe haben. Ach voll, okay. Gibt's denn so was? Rotzfrech. Als ob die das die Nähe von Menschen suchen. So viel kannst du ja gar nicht essen, was hier an Viech herumläuft. Die vermehren sich ja wie die Kanickel. Da ist der nächste Hirsch. Was ist denn das? Da muss doch irgendwo ein Nest sein. Kriegst du das hier mit, Tanja? Du kannst gar nicht so viel essen, was hier an Viecher rumrennt. Da hinten ist das nächste Vieh. Und ich bin nicht aktiv auf der Jagd. Ich jag bloß alles das, was hier drin in der Basis rumläuft, ne? Gibt's ja gar nicht. Ist er schon wieder da oder ist das ein anderer?
Die warten wohl extra, bis ich eine Schippe in der Hand habe und dann kommen sie wieder. Ich habe schon wieder einen Hirsch erlegt. Oder ein Elch. In 53 Tagen kommt der Asteroid zu uns. Aber ich denke, das sollten wir schaffen. In der Zeit. Ich hab's ja schon extra doppelt so lange wie Standardeinstellung ist gemacht. Will die mich erhöhen, die Bergziege? Ist denn sowas? Kommt an, guckt mich an und haut wieder ab. Kommt das nächste Reh angelaufen. Kein Respekt, die Viecher. Lost mein Frame, welcome. If you're still here, sorry. I didn't read this.
Was ist denn das Grüne mit mal hier, was so leuchtet? Hä? Bestimmt ein Bug gewesen oder sowas. Hey. Komische Viecher. So. Ich denke mal, Lehm ist wichtig, deswegen grabe ich hier auch den Lehm aus, den ich so sehen tue.
Too hungry. Zu hungrig, um eine Schubkarre zu ziehen. Bäh. Ja, deswegen dachte ich mir schon, dass wir den Leben gut gebrauchen können. Stamina haben wir genug. Dann lassen wir mal zwei Fleisch. Vielleicht drei. Bräuchten wir irgendwas, was Carbs bringt. Dann nehmen wir so eine. Vielleicht noch ein Reisbrei, genau. Noch ein Elchkadaver. Gibt ja ja nicht. Wir geben das Holz dann mal aus dem Brennofen raus, ne? Gibt's denn sowas? Kommst raus, sitzt hat alle Räder schon wieder. Der Wolf genauso. Ach so, Brennofen, Rennofen. Das habe ich jetzt nicht so genau genommen. Ich habe bloß da Holz drin gesehen. Dachte mir, hey, was sucht das Holz da drin?
Gibt's denn das? Ich hab doch gerade auf ihn geschossen. Das ist fast so, als ob sich die gesamte Population der Rehe und Hirsche immer bei uns rumtreibt. Unmöglich. Marlins kann man noch einen Otter erlegen, ne? Ja, alles gut. Gute Besserung. Schlaf dich mal aus und trink ordentlich viel. Zumindest bei mir so, wenn ich Kopfschmerzen habe. Hast schon mehr als genug getan. Nicht schlimm. Auf jeden Fall danke für die Hilfe. Ja, das sind noch 56 Tage. Das ist noch lange Zeit bis dahin. Ich denke mal, das schaffen wir locker. Ich habe das extra so lang gesetzt, damit man noch ein bisschen Lernprozess hat und so. Ich hatte ja geplant, eigentlich auch alleine zu spielen bis dahin. Ist ja. Jetzt habe ich schon Hilfe und dann werden wir das bestimmt locker schaffen. Wie gesagt, schlaf dich mal aus. Und trink ordentlich was. Kein Alkohol. Dann wird das bestimmt schon wieder.
Mach noch ein bisschen weiter. Ja, wobei, ist eigentlich deine Profession. Mikabu, hallo. I'm good und you? How's you going? Ja, weil ich nicht mehr weiß mit der Erde wohin, so langsam. Deswegen irgendwie kann man ja auch Kompost herstellen, das muss ich aber auch erst sehen. Ich denke mal, es fällt unter Landwirtschaft. Müssen wir mal gucken. Kack noch ein bisschen Holz, damit ich dann Samen bekomme oder Sprösslinge. Nicht direkt, weil wir Holz brauchen, sondern
Boah, das musst du nicht. 6:30 Uhr, so eine unchristliche Zeit, schlaf dich mal aus. Das ist deine Entscheidung, aber musst du nicht. Um Gottes Willen. Hallo, Kaspar. Ha. Ja, das ist der Potato-Bot. Da kann man so viel raten, wie man möchte. Das ist nur bei dem Hey-Bot so, wenn du drei hintereinander darauf folgende hast, dass du timeoutet wirst. Bei dem Potato-Bot ist das nicht so. Okay. Voll bepackt mit tollen Sachen wieder zurück. Der Lagerplatz wird nicht reichen. Er ist denn noch voll. Ah, hier noch ein bisschen Holz rein. Wir können ja hier die Prediction zumachen. Ich denke mal, jeder, der hier zuschaut, der hat das schon richtig ausgewählt. Congrats, congrats! Machen wir noch ein useless Item als Prediction. Und jetzt drücke ich Kaspar mal die Daumen, dass du das hinkriegst.
Nur haben die Leute hier im Chat bessere Chancen, was zu gewinnen, ne? Anstatt die bloß mal reinschauen, Prediction mitmachen und wieder weg sind. Das gönnt man ja denn den aktiven Usern. Das hat nicht sollen sein. Oh, dem Herr Heil gönne ich das genauso. Geben wir ihm, was geben wir ihm? Schwierige Sache. Da schon Cap-Buff gekriegt heute oder einen Coin-Buff besser gesagt? Geben wir ihm das. Ich denke mal, eine so eine Raterunde mache ich heute noch. Nachher gleich. Bevor ich aufgehe oder so. Wählen wir den noch. Ist ja cool, das Holz, das schwimmt sogar. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das so eingebaut haben. Die ganzen Lager eigentlich hier.
Komm schon, kämpfe. Kaktusfeige, wo haben wir ja Kaktusfeigen? Habe ich die schon alle aufgegessen? Nee, da. Könnten wir uns auch ein paar Samen von machen, ne? Bringen wir das halt. Kommt hier noch was rein? Können wir ja noch ein Chatspiel starten, so kurz vor Ende. Ich höre nämlich bald auf. Essen wir noch was? Pflanzen wir noch ein bisschen Bäume. Schon haben wir keine Samen mehr. Minuten, das reicht denn noch, okay. Könnten die Zwiebeln noch pflanzen vielleicht? Nehmen wir mal die Zwiebeln und versucht die zu züchten. Da rennst du auch sonst so ewig weit, um die zu sammeln.
Okay, pflanzen wir noch ein paar Zwiebeln. Da ist schon was. Da ist auch schon was. Okay. Du Leute, mitmachen, mitmachen. Guess the number. 1 to 30. Go, go, go. Andererseits kann ich die morgen auch noch pflanzen. Oh, Telefon. Ja, Bi. So. So, so, so. Da niemand mehr raten möchte, mache ich erstmal hier die Cap-Boof-Raffel zu. Congrats. Hey, I'm unknown. Das ist ein sehr useless Item. Ja, das kann ich ja morgen dann pflanzen. Dann mache ich Feierabend für heute. Schmeiß mich in das Bett hier. Schieß noch einmal auf den Hirsch. Egal. Gut, thanks for watching. Danke für die Donations, Follows, etc. Thanks for the donation, Follows. I'll be here tomorrow.
Wir sehen uns morgen. Bye bye, arrivederci, tschüss. Auf Wiedersehen.